gab schon. Ja. Okay. Haben wir ein Go? Ja. Ich glaube, es gibt mich ja live irgendwo im Internet. Wir hoffen es. Ja, hallo, herzlich willkommen, die wirklichen Live-Gäste, nicht die Internet-Gäste. Ich werde heute vortragen über Gender, was soll das eigentlich? Ich bin über bei Themenstreit. Ich habe mal an der TU Graz Physik studiert vor einiger Zeit und beschäftige mich schon recht lang mit dem Thema Frauen an der Technik. Und deswegen bin ich eingeladen worden, ob ich hier im Rahmen des Monats der Frauenbildung einen Vortrag mache. Und ich freue mich sehr über das Publikum. Ich sage euch gleich, ihr könnt jederzeit unterbrechen, irgendwie nachfragen oder sonst was machen. Ich habe keine Ahnung, wie euer derzeitiger Stand zu dem Thema ist, wie viel ihr schon wisst, wo ihr gern mehr wissen würdet. Also fragt jederzeit gerne dazwischen. Hört ihr mich gut? Ist es verrauscht? Gut? Sehr gut. Verrauscht ein bisschen. Wie weit darf ich nach links, bis niemand mehr was sieht? Das ist super. Ja, da seht die Stange. Passt. Na dann, lass uns starten. Also ich werde den Vortrag in drei Teile gliedern. Der erste Teil ist hauptsächlich Frauenbewegung und was es sonst um das Thema gibt, Feminismus und Begriffe. Der zweite Teil ist Zahlen und Fakten zu Österreich, ein bisschen auch im EU-Vergleich, Erwerbstätigkeit, Kinder- und Sozialleistungen, Bildung. Und der dritte Teil ist dann ein bisschen zu Geschlecht und Technik, wo wir dann auch viel diskutieren können, wenn ihr Lust dazu habt. Zur Frauenbewegung im Allgemeinen. Ich starte mal ungefähr 100 Jahre zurück, zur Zeit der Aufklärung der französischen Revolution. Ihr kennt alle den Leitspruch Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Der galt allerdings immer nur für Männer. Und das kann man sozusagen auch als Startpunkt der ersten Frauenbewegung nehmen. Die Frauen, die sich gewehrt haben und gesagt haben, sie reden über Gleichberechtigung, aber sie meinen nur die Männer und vergessen die Helfen. Das heißt, es gab damals schon das Ziel, gleiche Rechte für Frauen, wobei gleiche Rechte vor allem einmal Frauenwahlrecht war in allererster Sache, aber auch Ausbildungsmöglichkeiten, die wir heute auch noch als Thema haben und genauso auch schon von Anfang an Recht auf Arbeit, Arbeitsbedingungen und gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das waren Themen, die uns seit damals begleiten. Je windiger, desto schlechter, oder? Ja. Zu Österreich, Frauenwahlrecht in Österreich gibt es seit 1918, also jetzt haben wir schon fast 100 Jahre Frauenwahlrecht, gut, dass wir nicht 100 Jahren geboren wurden. Bildung, Zugang zu den Universitäten in Wien ist auch ungefähr zu der Zeit geschehen, also 1897 war der erste Zugang zur Universität einer Frau, zur philosophischen Fakultät, ab 1900 durfte man auch Medizin studieren, ab 1919 durften dann die Frauen auch an die juristische Fakultät, an die TU Wien und an die BOKU und 1928 und 1945 dann die evangelische und katholische Fakultät. Also man sieht selbst, da gibt es eine Spanne von ungefähr 50 Jahren, wie lange die Universitäten gebraucht haben, um sich für die Frauen zu öffnen. Die erste österreichische Promotion war 1897, Gabriele Posanna in Medizin und die erste österreichische Habilitation war 1907, Elise Richter. Der Name ist euch vielleicht ein Begriff. Romanistik. Ja, so viel zum Thema, wie lange Frauen prinzipiell schon überhaupt an die Uni dürften. Dann wieder zurück zur Frauenbewegung, damit wir wieder wissen, wie es weiterging. Es gibt dann sozusagen die zweite Frauenbewegung. Die zweite Frauenbewegung ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen. Da waren einmal so nach dem Zweiten Weltkrieg ungefähr 15 Jahre Pause, wo, denke ich mal, alle damit beschäftigt waren, irgendwie alles wieder aufzubauen. Und damals ist eine sehr bürgerliche Moralvorstellung gekommen, die stark davon getrieben war, die Frauen zurück in den Haushalt zu bringen und zu schauen, dass die Männer Vollzeit erwerbstätig sind. Und dagegen hat es dann in den 60er Jahren erste Proteste gegeben. In den USA waren diese Verbindungen eher zu Studierenden- und Antirassismusbewegung. In Europa war eine starke Verbindung zur linken, sozialistischen und marxistischen Bewegung. Das heißt, es gab immer schon in der Frauenbewegung einen Achsen zu anderen Unterdrückungsmechanismen, die sich gemeinsam an die Arbeit gemacht haben.
Also der damalige Kritikpunkt war wirklich hauptsächlich Haus und Heim, das in den Medien groß propagiert worden ist. Ich bin mir sicher, ihr kennt alle die schönen Werbungen von Staubsaugern und Frauen, die glücklich sind, dass sie endlich einen Staubsauger bekommen. Und das Ding war einfach, es gab diese Hausidylle nicht in dem Maße, wie sie damals dargestellt worden ist. Es gab damals genauso viel häusliche Gewalt wie heute. Es gab Unterdrückung und die Frauen durften ziemlich wenig selber machen. Also es war damals gleich nach dem Krieg auch noch so, dass man, wenn man arbeiten wollte, die Bewilligung, also die Einverständniserklärung des Mannes brauchte, um überhaupt arbeiten zu dürfen. Das heißt, die Forderungen damals waren eigentlich die gleichen wie schon 50 Jahre davor, Recht auf Bildung und Beruf und ökonomische Unabhängigkeit, also dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Dann gehen wir weiter in der Geschichte. Dann ab den 1970ern kam als großes Ziel dazu, den Slogan kennt ihr sich auch noch, mein Bauch gehört mir. Also ganz klar, Abtreibungsdebatten, also damals war ja ein generelles Abtreibungsverbot, das heißt, es war von Anfang an die Kritik am Abtreibungsverbot am Generellen. Das Ziel war eigentlich immer, ein generelles, diese Kriminalisierung aus dem Recht herauszubekommen. Ich bin mir sicher, ihr wisst heute, wie es in Österreich aussieht. Also es ist zwar immer noch gesetzeswidrig abzutreiben, aber es gibt eine Straffreiheit. Also es ist immer noch ein heutiges Ziel, diese Gesetzeswidrigkeit der Abtreibung in den ersten Wochen aus dem Gesetz rauszukriegen. Weil die heutige Lösung der Straffreiheit auch nur eine halbe Lösung ist. Also es ist ein bisschen schwierig zu sagen, man darf es eigentlich nicht, aber wenn ihr es tut, dann verfolgen wir euch nicht. Und gemeinsam mit der Abtreibung wurde auch groß diskutiert die häusliche Gewalt und dass häusliche Gewalt ins Strafgesetzbuch gehört. Also damals war häusliche Gewalt nicht strafbar, genauso wenig wie Vergewaltigung in der Ehe strafbar war oder sexuelle Belästigung war generell überhaupt gar kein Thema im Recht. Und auch Wissen und Zugang zur Empfängnisverhütung, weil die Pille halt groß gekommen ist, war zu der Zeit ein Thema. Und im Zusammenhang mit der Gewalt die Gründung von Frauenhäusern. Was die 1970er Jahre sehr stark geprägt hat, vielleicht kennen Sie das auch noch von euren Eltern, war diese Frauenzentriertheit auf sich selber. Das heißt, es gab sehr viel Bildung von Frauenwissen, Frauengruppen, Frauenselbstfindungsgruppen, Frauennetzwerke, Frauenbücher, Frauenverlage, alles Mögliche. Also es gab ganz viele Dinge, die aufgekommen sind, wo Frauen sich bemüht haben, sich selber mit den Frauen an sich auseinanderzusetzen. Weil bis zu der Zeit gab es kaum Wissen überhaupt zu Frauen und Geschichte. Man musste es erst wieder ausgraben, was vor 50 Jahren schon alles ausgegraben wurde. Das heißt, es gab ziemlich viele Frauen, die sich mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigt haben. Das ist gleichzeitig auch der Anfang, dass die Gender Studies an die Uni gekommen sind, damals noch unter dem Namen Women Studies, das von der USA ausgegangen ist. Ja, und dann geht es weiter in die 1980er. Da wird alles ein bisschen komplizierter, weil bis dorthin gab es zumindest einige große Themen, aber auch damals gab es schon große Differenzen, die aber nicht so nach außen gekommen sind. Aber ab den 1980ern hat man die Differenzen auch von außen gemerkt. Da kommt dann die Unterteilung in Gleichheitsfeminismus und Differenzfeminismus. Der Gleichheitsfeminismus geht grundsätzlich davon aus, dass Frauen und Männer gleich sind und das Gleiche tun können und das Gleiche machen können und auch wollen. Und das heißt, das Ziel des Gleichheitsfeminismus ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an der Öffentlichkeit. Also, dass sie gleichberechtigt sind in der Politik, gleichberechtigt in der Gesellschaft und gleichberechtigt in der Erwerbsarbeit. Und der Gleichheitsfeminismus ist sehr stark gekoppelt an die Politik und ist sehr institutionell. Das heißt, sie haben versucht, über die Politik diese Rechte hineinzubringen in die Gesetze. Zum Beispiel gibt es eben das Gleichbehandlungsgesetz in Österreich seit 1979, in dem auch festgelegt ist, dass es für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn gibt. Das heißt, eigentlich sollte seit 1979 Frauen und Männer gleich bezahlt werden, wenn sie das Gleiche tun. Dass das nicht so ist, werden wir nachher gleich ein bisschen diskutieren. Im Gegensatz dazu gibt es auch den Differenzfeminismus. Der Differenzfeminismus geht davon aus, dass Frauen und Männer nicht gleich sind, sondern dass sie verschieden sind. Und kritisiert den Gleichheitsfeminismus, weil sie sagen, Gleichheitsfeminismus versucht nur
dass die Frauen genauso werden wie die Männer und ignoriert alles, was die Frauen bisher gemacht haben. Das heißt, sie sagen, der Gleichheitsfeminismus ist darauf aus, dass die Frauen sozusagen Männer werden und alle Werte, die Frauen bisher verkörpert haben, nicht mehr interessant sind oder mindere Werte sind. Das heißt, sie kämpfen für eine höhere Bewertung von Fraueneigenschaften, zum Beispiel die klassischen Kinderfürsorge, Pflege von älteren Menschen, aber auch so Dinge, wie sie behaupten, dass Frauen grundsätzlich friedliebender sind und deswegen, wenn mehr Frauen, also das Ziel ist prinzipiell das gleiche, dass auch mehr Frauen in die Politik kommen und sie sagen, dass wenn mehr Frauen in der Politik sind, dass die Welt friedlicher sein wird, weil Frauen prinzipiell friedlicher sind. Die Kritik am Differenzfeminismus ist eigentlich die gleiche, dass es auch wieder darum geht, dass sie Frauen und Männer in zwei Gruppen einteilen. Also der Gleichheitsfeminismus sagt, alle sind gleich und der Differenzfeminismus sagt, es gibt zwei Gruppen und alle Frauen sind so und alle Männer sind so, was genauso wieder nicht stimmt. Und daraus entwickelt sich dann in den 80er und 90er Jahren überhaupt erst die Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht. Also bis dorthin ist man immer davon ausgegangen, es gibt Männer, es gibt Frauen und das ist grundsätzlich überhaupt nicht diskutiert worden, warum das so ist oder woher das kommt oder überhaupt, es ist nicht darüber nachgedacht worden, was eine Frau eigentlich ist oder was ein Mann eigentlich ist. Und da kommt dann eben der Konstruktions- oder Dekonstruktionsfeminismus in den 80er und 90er Jahren, die angefangen haben, die Kategorie Geschlecht an sich in Frage zu stellen. Also sie haben gesagt, was ist eigentlich ein Mann, wie definiert sich ein Mann, wie definiert sich eine Frau, sind dann meistens drauf gekommen, dass Frauen sozusagen einfach nur das ist, was kein Mann ist, also es gibt mal die Kategorie Mann und alles, was nicht in die Kategorie Mann fällt, ist dann Frau. Und aber auch, dass viel zusammen verbunden wird, also dass mit Frauen ganz viel gemeinsam gemeint ist, was aber nichts mit dem Körper zu tun hat. Und daraus hat sich entwickelt, dass man in zwei Kategorien trennt, in Sex und Gender. Zu dem komme ich aber gleich nachher, das erkläre ich nachher genauer. Also das Ziel des Dekonstruktionsfeminismus ist aufzubrechen, dass Frauen und Männer von Natur aus genauso sind, wie sie sind, sondern zu zeigen, dass wie man sich in der Gesellschaft verhält, etwas ist, was man angelernt hat und was sich ergibt, was man einfach mitkriegt von Kleinkindalter auf, wie man sich zu verhalten hat und deswegen dann zu einer Frau wird. Also es gibt schon ganz früh, haben das die Feministinnen auch in den 50ern gesagt, auch Simone de Beauvoir hat schon gesagt, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Aber erst hier hat man sich wirklich in großer Analyse damit auseinandergesetzt, wie dieses zur Frau machen genau passiert. Und zusätzlich zum Dekonstruktionsfeminismus gab es auch immer schon und wurde dann aber erst damals sozusagen Mainstream, den Black Feminism oder Postcolonial Studies, die sich mit Frauen, die jetzt nicht weiße bürgerliche Frauen waren, auseinandergesetzt haben. Weil der größte Teil der feministischen Frauen war immer weiß und bürgerlich, weil die hatten am meisten Zeit und Ressourcen, sich damit zu beschäftigen. Und es gab immer Kritik von anderen Gruppen von Frauen, dass die Frauen zu sehr in eine Kategorie gesteckt werden und dass nicht alle Frauen die gleichen Probleme haben. Und dazu gibt es eben zum Beispiel den Black Feminism, wo die groß kritisiert haben, es gibt Frauen und es gibt Schwarze, aber es gibt keine schwarzen Frauen. Also man muss sich entscheiden, entweder man ist eine Frau oder man ist schwarz. Und das gleiche mit den Post-Colonial Studies, wo es darum ging, sich Frauen in unterschiedlichen Kulturen anzuschauen, wo die Frauen dann auch von woanders gesagt haben, ihr sprecht immer für alle Frauen, aber was ihr für alle Frauen sagt, gilt für uns überhaupt nicht. Das heißt, da ist dann angefangen worden, verschiedene Diskriminierungsmechanismen miteinander zu vergleichen und zu schauen, wie diese miteinander ineinander spielen. Also das Thema Intersektionalität. Da kommen dann alle möglichen Kategorien hinein, wie Ethnie, Klasse, Alter und sexuelle Orientierung. Ja, so. Soweit zum Feminismus. Es gibt jetzt ab den 90ern auch noch viel neuen Feminismus. Der lässt sich aber noch nicht so gut, weil er noch nicht so alt ist, in diese Kategorien pressen, die ich bis jetzt vorgestellt habe. Trotzdem versuche ich mal, das alles zusammenzufassen, was denn Feminismus jetzt eigentlich ist. Und habe mir da eine Definition von Rosemary Hennessy genommen, die gesagt hat, Feminismus ist das Ensemble von Debatten, kritischen Erkenntnissen, sozialen Kämpfen und emanzipatorischen Bewegungen, die alle
das Begreifen und Verändern der patriarchalen Geschlechterverhältnisse und unterdrückerischen und ausbeuterischen gesellschaftlichen Mächte untersuchen. Und das Ziel ist immer geschlechtergerechte Teilhabe an gesellschaftlicher Gestaltung und die Aufhebung von Unterdrückungs- und Marginalisierungsstrukturen und Mechanismen. Und was ich da immer wieder dazu sagen will, ist, dass Feminismus in der Definition steht nirgends, Frauen sind besser als Männer, sondern es geht darum, sich anzuschauen, warum die Frauen derzeit die weniger Macht, weniger Ressourcen, weniger Geld haben als die Männer und sich anzuschauen, wie man eine gerechtere Gesellschaft schafft. Ja, gibt es Fragen soweit? Irgendwas, was unklar ist? Das ist jetzt so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund zum Thema Feminismus. Und jetzt komme ich noch zu allen anderen Dingen, die neben dem Feminismus immer noch so aufgekommen sind. Ja, bitte. Alice Schwarzer. Ist ein bisschen schwierig, weil sie bei unterschiedlichen Debatten, also sie ist irgendwo zwischen Gleichheits- und Differenzfeminismus, würde ich sagen, weil sie unterschiedliche Dinge unterschiedlich einordnet. Also zum Thema Lohngleichheit und so ist sie sicher beim Gleichheitsfeminismus, aber sie sagt auch immer, dass Frauen die gleiche Teilhabe haben sollen, aber sie hat auch einige Positionen wie hauptsächlich zum Thema Sexualität und sexuelles Begehren, wo sie schon stark in das Thema Frauen und Männer kategorisiert, wo ich sagen würde, sie ist nicht eine klassische Gleichheitsfeministin. Ja, das wundert mich nicht so. Also es ist, ich will es jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, Alice Schwarzer war sehr stark in den 80er Jahren und so, aber sie hat nicht alle Schritte, die es jetzt noch gibt, wie diesen Konstruktionsfeminismus, voll aufgenommen. Das heißt, sie hat sehr starke Meinungen, die in den 80er Jahren verfußt sind und die seitdem sich, glaube ich, nicht mehr groß verändert haben. Und sie hat eine sehr, wie soll ich sagen, ich habe das Gefühl, sie hat eine sehr, ich weiß jetzt nicht, ob man es richtig rassistisch nennen kann, aber eine sehr klare Vorstellung von unterschiedlichen Kulturen und Religionen, wo, also zum Beispiel zum Thema Kopftuchdebatte, geht sie grundsätzlich davon aus, dass Frauen unterdrückt werden, die ein Kopftuch tragen. Was, tut mir leid, dass ich diese Debatte jetzt da anbringe, aber das ist, also weißt du, wie ich meine? Das ist, sie ist einfach in manchen Themen sehr verhaftet und lässt sich nicht auf neue Diskussionen ein. Ja, ja. Du wolltest auch was. Ja, ich wollte eher auch so etwas Ähnliches sagen, dass das Problem mit Alice Schwarzer ist, dass sie in ihrem Diskurs schon sehr bevormundend ist, den Frauen im Islam zum Beispiel gegenüber und irgendwie eben teilweise schon rassistisch, finde ich, argumentiert und anti-islamistisch. Und das finde ich, deshalb finde ich sie problematisch. Das heißt, sie sagt den Frauen erst recht, was sie tun und was sie machen sollen. Ja, also sie hat halt einfach in ihrem Feminismus schon rassistische Züge. Also. Gut, dann gehen wir weiter. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Institutionalisierung, das heißt, wo das dann institutionalisiert wurde, der Feminismus in unserer Politik, so wie wir sie kennen. Und dazu gibt es im Prinzip drei Schlagworte: Frauenförderung, Gleichstellung und Gender Mainstreaming, die ihr sicher alle schon mal gehört habt, und ich werde versuchen, sie ein bisschen auseinander zu differenzieren. Also Frauenförderung geht darum, dass wenn eine Ungleichheit besteht, also zum Beispiel weniger Frauen in der Technik sind oder sie weniger Lohn kriegen oder weniger Frauen im Parlament sitzen, dass man über Maßnahmen überlegt zur Förderung der Frauen, um diese Ungleichheit aufzuheben. Das heißt, es geht sozusagen um eine Reparatur, wo schon Ungleichheit besteht. Im Gegensatz dazu
ist Gender Mainstreaming, wenn ich jetzt gleich darüber hupfen kann, ein ganz anderer Ansatz. Da gehe ich nicht davon aus, dass die Ungleichheit schon immer besteht, sondern ich sage, ich schaue mir prinzipiell den gesamten politischen Prozess an, wie er besteht und fange von Anfang an bei jeder Entscheidung, die ich mache, das Thema Geschlecht, denke das Thema Geschlecht mit und schaue immer gleich, was passiert, wenn ich jede Maßnahme mache. Das heißt, die Frauenförderung sagt, die Gesellschaft ist, wie sie ist und da... Es ist jetzt mal wichtig, dass die Ungleichheiten, die da sind, gleich und schnell und direkt behandelt werden und es Geld gibt, um eine Gleichstellung herzustellen. Und Gender Mainstreaming sagt, ich mache das Ganze grundsätzlich und viel tiefer. Das heißt, ich fange wirklich bei den politischen Entscheidungen an und denke jedes Mal darüber nach, welche Auswirkungen hat jede meiner politischen Entscheidungen auf Frauen und Männer in allen ihren Lebensbereichen. Und das Thema Gleichstellung ist eigentlich nah dran an der Frauenförderung, geschlechtsspezifisch ist, also dass es auch darum geht, beide Geschlechter in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens zu beteiligen. Das heißt, es geht auch zum Beispiel um das Thema Männer in der Kindererziehung. So kurz zusammengefasst, halbe in allen Bereichen. Und nachdem diese Themen so unterschiedlich, also diese Ansätze so unterschiedlich sind, ist es besonders wichtig, dass man nicht durch die Einführung von Gender Mainstreaming mit der Frauenförderung aufhört. Ja. Okay. Hört man noch? Alles? Passt. Viel besser. Also wichtig ist, dass man Maßnahmen parallel fährt, weil wenn ich jetzt mit Gender Mainstreaming anfange und das wird dann eine politische Entscheidung, die ich mir jetzt überlege, bis die real wirkt, dauert es üblicherweise Jahre bis Jahrzehnte. Und wenn ich dann gleichzeitig, sobald ich Gender Mainstreaming mache, mit der Frauenförderung aufhöre, dann fehlen 15 Jahre, wo es überhaupt keine Förderung direkt für die Frauen gibt. Dazu ein bisschen, was das genau ist, also Frauenförderung, Gleichstellung, was für Methoden es da gibt. Also es gibt quantitative Förderungen, das geht prinzipiell hauptsächlich um zahlenmäßige Gleichstellung. Also ich schaue mir an, wie viele Frauen, wie viele Männer arbeiten da. Und wenn nicht genug Frauen arbeiten, dann sage ich, ich bevorzuge jetzt so lange Frauen, bis die Quote zum Beispiel 40% ist. Dazu, also das ist die klassische Frauenquote, die eh alle kennen. Wobei ich dazu sagen muss, die Quote ist fast immer so, dass sie definiert Bevorzugung bei gleicher Qualifikation. Das ist auch der große Haken dran, weil wann sind zwei Menschen genau gleich qualifiziert? Das ist sehr schwierig zu sagen, wann jemand genau gleich qualifiziert ist. Das heißt, wenn man jetzt in einem Bewerbungsverfahren steckt, und die das bewerten wollen, eine Person, können sie einfach lang herumgraben, um irgendein Detail zu finden, wo ein Mann besser qualifiziert ist als die Frau und ihn erst wieder einstellen. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, dass die Quote wirklich hilft. Trotzdem ist es, denke ich, wichtig, dass sie überall drinnen steht, dass den Leuten bewusst ist, dass sie darauf achten sollen, dass sie auch Frauen aufnehmen sollen. Und wofür es besonders wichtig ist, dass es oft so ist, dass Bewerbungen doppelt ausgeschrieben werden, wenn sich bei der ersten Ausschreibung keine Frauen beworben haben. Das heißt, man muss sich aktiv darum bemühen, dass sich Frauen bewerben. Und dann gibt es diverse Gleichstellungspläne, wie die Frauenförderungspläne auf der Uni oder auch in allen Ministerien, die halt Pläne haben, wie man die Frauenquoten jeweils erhöht. Und dann gibt es im Gegensatz zu der rein quantitativen Förderung, also dass man sagt, man will gleich viel Frauen wie Männer, gibt es die qualitative Förderung, die sagt, man muss die Frauen ermutigen, in die Bereiche zu gehen, wo sie bisher nicht sind. Das heißt, es braucht weibliche Vorbilder, die man dann auch bewerben muss. In männlich dominierten Bereichen genauso wie es männliche Vorbilder braucht in weiblich dominierten Bereichen, damit die Männer auch sehen, dass das ein Beruf ist, den sie ergreifen können. Und dann braucht es einfach, so wie bei allem anderen auch, Kontakte und Netzwerke. Das heißt, wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten oder zu studieren, braucht man eine Anbindung an die Institution. Und das geht am besten über Kontakte und Netzwerke oder Mentoring. Das heißt, es gibt eigentlich an fast jeder technischen Uni ein Mentoring-Programm für Frauen, damit sie einen Anschluss finden. Und es zeigt sich auch ganz klar, dass, also ganz allgemein jetzt, das gilt nicht nur für Frauen, sondern für Männer und jede Person, wenn man irgendwo anfängt, dass man leichter in der Institution drinnen bleibt, wenn man einen Kontakt zu Personen dort hat. Also auch Erstsemestrige, die Kontakt zu anderen Erstsemestern haben, bleiben leichter an der Uni. Ja, und ein großes Thema ist eben auch Vereinbarkeit, Beruf, Familie, das so ein bisschen zwischen Frauenförderung und Gender Mainstreaming ist.
kann von beiden Seiten angegangen werden. Aber das ist ein großes Thema, das überhaupt Beteiligung von Frauen erst ermöglicht. Ja, kurz noch zum Gender Mainstreaming. Also den Begriff gibt es eigentlich seit 1995 auf der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking, ist er geprägt worden. Und als offizielles Ziel gibt es ihn seit 1999 im Amsterdamer Vertrag, ist Ziel der EU. Das heißt, seit 2000, wo Österreich der EU beigetreten ist, hat es sich damit auch zu... Entschuldigung. Natürlich, frag mich nicht, was in mich gefahren ist. Okay, also jedenfalls in Österreich, dadurch, dass Österreich beinahe EU ist, sind sie automatisch auch, haben sie sich automatisch auch dem Ziel des Gender Mainstreamings verpflichtet. Und im Amsterdamer Vertrag steht auch drin, dass alle Ministerien und alle auf allen Bereichen Gender Mainstreaming verpflichtet sind. Und Methodeninstrumente sind in dem Fall wirklich, dass man sich von Anfang an grundlegend anschaut, welche Statistiken gibt es, welche Analysen gibt es schon, und wenn es keine gibt, macht man sie zu allen möglichen Themen. Also zum Beispiel, dass, um nur ein paar zu beschreiben, zum Beispiel das Thema Verkehr. Man kann sich anschauen, wie viele Frauen fahren mit dem Auto und wie viele Männer fahren mit dem Auto, und wird draufkommen, dass Frauen viel öfter auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind. Das heißt, wenn ich jetzt mehr Geld in die Straßen stecke als in den öffentlichen Verkehr, diskriminiere ich dadurch eigentlich die Frauen, oder ich verteile zumindest das Budget zugunsten der Männer. Oder wenn ich mir anschaue, welche Wege Frauen zurücklegen und welche Wege Männer zurücklegen, sehe ich auch üblicherweise, dass die sehr unterschiedlich sind, weil Frauen viel mehr Wege haben, weil sie üblicherweise die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule bringen. Und diese Analysen kann ich wirklich auf jedem Gebiet machen. Also das Gleiche kann ich machen in der Bildung, das Gleiche kann ich machen in allen Sozialleistungen, die es gibt. Ich kann mir immer anschauen, wie wirkt sich eigentlich eine Leistung wirklich auf die Bevölkerung aus und ist sie gleichberechtigt. Wie ihr schon seht, ist es ziemlich kompliziert, da immer rauszufinden, was jetzt genau welchen Einfluss hat und was genau was bewirkt. Das heißt, es dauert eine Weile, bis so eine Maßnahme dann auch wirklich greift. Wichtig für sowas ist, dass man prinzipiell einmal am Anfang eine Ausbildung dazu kriegt, weil so eine Gender-Analyse, man braucht sowieso Expertinnen und Experten, die sich mit dem Thema befassen, aber trotzdem muss man als Politikerin oder Politiker wissen, wovon man spricht. Das heißt, es braucht eine gewisse Bewusstseinsbildung, bis man mit dem Thema überhaupt was anfängt. Und prinzipiell ist Gender Mainstreaming immer ein Top-Down-Ansatz. Das heißt, er geht auch, wenn man jetzt in Unternehmen anwendet, eigentlich immer von oben nach unten. Das heißt, wenn das Management nicht dahinter steht, hat Gender Mainstreaming keinen Sinn. Ja, der dritte Punkt ist Beratung und Beteiligung von Gleichstellungsexpertinnen, den habe ich eigentlich eh schon angesprochen. Ja, soviel zum Thema institutionelle Politik, die sich aus dem Feminismus entwickelt hat. Jetzt geht es ein bisschen über zu Kurzbegriffe, weil ich vorher gesagt habe, Sex, Gender, will ich nochmal darauf eingehen, was das ist, und auch Abgrenzungen machen zu anderen Begriffen. Also Sex ist wirklich das biologische Geschlecht, ist abgeleitet aus dem Englischen. Das heißt, wie ist meine Biologie, wie ist mein Körper? Und Gender ist das soziale Geschlecht, jetzt ganz kurz gesagt, das Verhalten, also was mache ich jeden Tag? Wie verhalte ich mich als Frau oder als Mann im alltäglichen Leben? Was gibt es alles für Vorstellungen, die dazu gehören? Im Gegensatz dazu ist sexuelle Orientierung nicht mein eigenes Geschlecht, sondern das Geschlecht der Personen, für die ich Begehren empfinde. Das heißt, wenn man in dieser Zwei-Geschlechter-Kategorie bleibt, gibt es ein homosexuelles, heterosexuelles und bisexuelles Begehren, je nachdem, von wo ich ausgehe und wen ich begehre. Dazu gibt es dann auch noch die Geschlechtsidentität, das heißt, welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle. Und diese Geschlechtsidentität muss nicht unbedingt zu meinem biologischen Geschlecht, also zu meinem Sex, passen. Das heißt, wenn ich mich als Frau fühle, aber den Körper eines Mannes habe, dann kann ich trotzdem mich als Frau fühlen, dann ist meine Geschlechtsidentität weiblich. Und das nennt man prinzipiell Transgender oder transsexuell. Transsexuell dann, wenn man wirklich auch biologische Eingriffe macht, um sich dem Geschlecht, dem man sich fühlt, anzunähern. Noch ein bisschen mehr zu Gender und Sex. Gender ist also wirklich die soziale Konstruktion von Männern und Frauen, beziehungsweise von Männlichkeit und Weiblichkeit. Also was ist männlich, was ist weiblich im ganzen Leben. Und sie ist sehr veränderlich. Also das ist sowohl zeitlich, historisch, auch, als auch im Leben. Zum Beispiel was weiblich und männlich ist, kann sich auch in unserem alltäglichen Leben von Kindheit zu Alter ändern.
Es ist aber auch örtlich sehr unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es auch dann Stadt- oder Landunterschiede, was als typisch männlich oder typisch weiblich betrachtet wird. Und auch auf Klassenebenen, also eine typische Arbeiterinnen oder Angestellte oder Professorin haben unterschiedliche Vorstellungen von klassisch weiblich, klassisch männlich. Und die größten Unterschiede gibt es kulturell, also je weiter man voneinander entfernt ist, die Unterschiede, also kulturell gibt es wirklich sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was typisch männlich und typisch weiblich ist. Da will ich hauptsächlich sagen, dass alles das, was ihr euch vorstellt, was weiblich und männlich ist im tagtäglichen Leben, das kann sich ändern und ist deswegen nicht durch die Biologie bestimmt. Dazu ist Sex das biologische Geschlecht, aber auch dazu will ich gleich ausbreiten, dass die Medizin das biologische Geschlecht auf verschiedenste Arten definiert. Also bei der Geburt wird das biologische Geschlecht definiert nach dem, was man sieht, also nach den äußeren Geschlechtsorganen. Die meisten Menschen, wenn sie darüber nachdenken, würden wahrscheinlich sagen, wir definieren nach den Chromosomen, habe ich XX oder XY, weil wir sehr im Moment sehr viel mit Genetik, glaube ich, im alltäglichen Leben, wie wir aus den Zeitungen hören, sind anscheinend gerade Chromosomen das Wichtigste. Man kann aber auch sagen, dass die Hormone bestimmen, ob man Mann oder Frau ist, oder man kann sagen, dass die Physiologie, wie man ausschaut, bestimmt, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Das heißt, selbst in der Medizin gibt es unterschiedliche Kategorien, nach denen man Geschlecht einteilen kann. Und dazu kommt auch noch, dass jede dieser Kategorie eigentlich ein Kontinuum ist. Also es gibt nicht männlich und weiblich, Penigena, sondern es gibt ein Kontinuum von allen möglichen Dingen, die sich verändern können und die es in jeder Konstellation gibt. Das heißt, es gibt einen kontinuierlichen Übergang von männlich zu weiblich, wenn man so will. Und das ist eigentlich auch das biologische Geschlecht nicht eindeutig. Das ist wichtig zu wissen, wenn man immer wieder daran denkt, dass Leute immer sagen, Männer sind so, Frauen sind so, kann man sagen, es gibt überhaupt nicht die Männer und die Frauen, weil es gibt selbst in der Biologie schon nicht die Männer und die Frauen. Also es gibt auch ungefähr, ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Zahlen, so zwischen 1 zu 1000 bis 1 zu 5000, also jedes 1000. bis 5000. Kind ist bei der Geburt nicht eindeutig zuordnenbar. Und die werden dann intersexuelle Menschen genannt, weil sie kein eindeutiges Geschlecht haben. Übliche Praxis bei intersexuellen Menschen war, dass man diese Kinder dann nach der Geburt einer geschlechtsanpassenden Operation unterzieht, üblicherweise zu Frauen, weil es geheißen hat, dass es leichter ist, Frauen herzustellen, weil man was abschneidet, im Gegensatz zu Männern herzustellen, wo man was hinzufügen muss. Schwierig bei diesem Thema ist wirklich, das heißt, dass man von Anfang an, wenn die Kinder geboren werden, sie Operationen unterzogen werden, die aber eigentlich keiner medizinischen Notwendigkeit, also keine medizinische Notwendigkeit haben, weil sie ja nicht, weil es den Kindern ja nicht schlecht geht, sondern sie entsprechen nur nicht der Norm, wie wir uns vorstellen, wie Menschen ausschauen haben. Und die sind üblicherweise sehr schmerzhaft, sie brauchen oft ein ganzes Leben Hormontherapie. Das heißt, das große Anliegen von intersexuellen Menschen ist, dass die Menschen sich das selber bestimmen sollen könnten, in welchem Geschlecht sie leben wollen, dass man nicht unmündige Kinder operiert, ohne dass es medizinisch notwendig ist. Ja, so viel. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich zum Thema rund um Begriffe oder sonst was, Feminismus und Frauenförderung und so zu erzählen hatte. Wenn ihr da jetzt noch Fragen habt, dann wahrscheinlich auch am besten gleich hier, bevor wir dann, weil jetzt gibt es da einen Haufen Statistik. Ja. Ich glaube nicht. Ja. Ja. Ja, sehr cool. Nehme ich nachher gerne. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zurück. Was jetzt kommt, ist zurück von allen diesen weiten Geschlechtsdefinitionen. Ich werde jetzt im Rest vom Vortrag wieder von den Frauen und den Männern reden, weil es gibt jetzt einen Haufen Statistiken
Und da sind es einfach immer die Frauen und die Männer, so wie sie in den Statistiken immer angegeben werden. Das heißt, je nachdem, wie die Leute in der Statistik angekreuzt haben, das steht dann auch da oder das, was in ihrem Pass drinnen war. Ich werde jetzt über Erwerbstätigkeit in Österreich reden, weil ich denke, dass es immer wieder ein gutes abzudehnen, wie es derzeit bei uns ausschaut. Dazu werde ich nur bezahlte Erwerbsarbeit analysieren, also keine Hausarbeit, Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Erwachsenen, die wir auch als Arbeit zählen könnten, aber nicht bezahlt werden. Und auch keine ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ganz allgemein ist zu sagen, dass die Frauenerwerbsquote, also wie viele Frauen arbeiten, prinzipiell stark steigt seit den 60er Jahren und zu einem hohen Maß verantwortlich ist für die Erhöhung der insgesamten, also steigt auch die insgesamte Quote der Erwerbstätigen. Das heißt, das hängt stark damit zusammen, dass einfach mehr Frauen arbeiten. Es ist aber gleichzeitig so, dass dieses fixe, unbefristete Angestelltenverhältnis, das die meisten oder das viele Männer haben mit 40 Stunden, nur typisch ist für Männer und für Frauen nicht das Standard. Verfahren darstellt. Also es gibt ca. 1 Million erwerbstätige Frauen in Österreich. Gleichzeitig sind ca. 50% dieser Frauen mit Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Erwachsenen beschäftigt. Zum Thema, weil die immer mehr aufkommen, befristete Verträge, freie Dienstnehmerinnen, neue Selbstständige. Da gibt es keine großen Unterschiede, zu welchem Ausmaß Frauen und Männer davon betroffen sind. Das heißt, das betrifft beide, ist dabei im Vergleich zum Haupterwerb der meisten Leute immer noch eher eine Minderheit, wird aber immer stärker in den letzten Jahren. Das heißt, da wird sich erst herausbilden, inwiefern das mehr Männer oder Frauen betrifft. Die ganzen Analysen, die jetzt kommen, sind hauptsächlich aus dem Frauenbericht 2010, wo die letzte große Analyse über Frauen in Österreich stattgefunden hat. Das heißt, es sind nicht immer ganz aktuelle Daten bis heute. Die meisten sind bis 2008 oder so. Und Zeitarbeit betrifft Frauen ein bisschen weniger mit 34%. Da steht 46.000 neue Selbstständige oder freie Dienstnehmerinnen. Das sind zu den 1,9 Millionen insgesamt noch etwas weniger. Ja, arbeitslos waren damals 81.000 Frauen nach internationaler Definition oder 118.000 Frauen in arbeitsbezogener Unterbeschäftigung. Das heißt, 118.000 Frauen gab es, die gerne mehr gearbeitet hätten und auch Zeit gehabt hätten dafür, aber nicht mehr Stunden bekommen haben. Das heißt, die in Teilzeit waren und gern mehr gearbeitet hätten. Das ist auch was, was immer so gut wie nur Frauen betrifft. Dass Frauen gerne mehr Stunden hätten in der Arbeit, aber sie nicht bekommen. Frauenerwerbsquote im EU-Vergleich, das sieht man, Österreich liegt relativ am Anfang. Ich habe ja einen Beamer. Sieht man den? Ja. Also das ist EU-27 gesamt, der Mittelwert ist hier und Österreich ist eher bei der höheren Frauenerwerbsquote. Mit den 65,8% der Frauen sind erwerbstätig im Alter, also das sind 15- bis 64-Jährige insgesamt. Da sieht man auch, dass sie angestiegen ist, also 1998 war sie noch 61,4%. Man sieht aber auch, dass die Männer deutlich häufiger arbeiten, mit 81,4% im Jahr 2008. Genau, also Erwerbsquote ist, wie viele Menschen arbeiten, dividiert durch wie viele Menschen es gibt im Alter zwischen 15 und 64. Wobei man auch ein bisschen reinrechnen muss, dass 15 bis 64 jetzt bei Männern bis zum Pensionsalter ist und bei Frauen im Moment ja das Pensionsalter noch ein bisschen geringer ist. Aber das macht nicht den Hauptteil aus, warum der Unterschied so groß ist. Und einen Riesenunterschied gibt es, wie vorher schon angekündigt, zwischen wie viele Frauen und wie viele Männer Teilzeit arbeiten. Also die Teilzeitquote von Frauen 2008 war 41,5%, das heißt, über fast die Hälfte der Frauen, kann man eigentlich sagen, arbeiten nicht Vollzeit. Sieht man auch da wieder im EU-Vergleich, dass wie hoch die Teilzeitquote ist, dass in Österreich relativ hohe Teilzeitquote im Vergleich zu den restlichen EU-Ländern gibt. Es gibt ganz viele Länder, die eigentlich kaum Teilzeitbeschäftigte haben, mit knapp 15% oder so. Auch ist die Teilzeitquote relativ stark angestiegen. 1998 gab es nur 30,7% Teilzeitbeschäftigte bei den Frauen. Das heißt, die höhere Erwerbstätigkeit der Frauen in den letzten 10 Jahren von 1998 bis 2008 ist fast nur auf mehr
teilzeitbeschäftigte Frauen zurückzuführen und nicht auf mehr vollzeitbeschäftigte Frauen. Das ist besonders spannend für das Thema, wie viel Geld man fürs Leben zur Verfügung hat. Dann der Klassiker, den es immer gibt, Gender Pay Gap. Also wie viel verdienen Frauen, wie viel verdienen Männer? Ich glaube, das ist der allerwichtigste Indikator überhaupt, weil es, glaube ich, eine der längsten feministischen Forderungen ist, dass man für die gleiche Arbeit gleich viel Geld kriegt. Dazu gibt es verschiedene Definitionen. In dem einen geht es jetzt um den Bruttostundenverdienst. Wir schauen uns nachher auch noch die Bruttojahresverdienste an. Bruttostundenverdienst von unselbstständig Beschäftigten, das heißt Angestellte und Arbeiterinnen, in der Privatwirtschaft ist gesamt 12,79 Euro. Frauen 11,4 und Männer 13,99. Das heißt, da ist eine Differenz von 21,1% im Jahr 2008. Nein, 2010, Entschuldigung. Einmal ein bisschen aktuellere Zahlen. Im Vergleich zu 2006 ist die Differenz ganz leicht zurückgegangen um 1%, aber keine großen Sprünge. Jetzt gibt es natürlich immer die Frage, das ist jetzt Bruttostundenlohn, unabhängig von irgendwelchen anderen Kriterien, wie viel davon darauf zurückzuführen ist, dass Frauen irgendwie woanders arbeiten, wo sie in anderen Berufen, in anderen Dingen. Das heißt, dazu gibt es die Indikatoren, wie viel von diesen 21% erklärbar sind. Allerdings gibt es die erklärbare Auswertung nur für in der Privatwirtschaft für alle Unternehmen über 10 Personen. Und für alle Unternehmen über 10 Personen ist der Gender Pay Gap ein bisschen größer mit 24%. Das heißt, die Verwirrung, um gleich die Verwirrung auszuschalten, davor waren es 21%, weil alle unselbstständigen Erwerbstätigen da waren und jetzt sind nur unselbstständige Erwerbstätige in Unternehmen mit mindestens 10 Personen. Ja, und dann kann man von diesen 24% Stundenunterschied zwischen Frauen und Männern 9,1% durch Faktoren erklären. Und zwar ist der größte Faktor, in welchem Bereich man arbeitet. Das ist, da gibt es jetzt daneben die Legende. Und das fängt von den Faktoren da unten nach oben an, die hier aufgetragen sind. Das sind jetzt insgesamt, gibt es ein paar, die sich negativ auswirken und es gibt dann die meisten, die sich positiv auswirken, also im Sinn von, dass Frauen schlechter bezahlt werden. Wenn man das zusammenzählt, kommt man auf 9,1%, die unterschiedlich bezahlt werden zwischen Frauen und Männern und man sie zwei gewählt hat, dass der Faktor bei euch wahrscheinlich wegfällt. Das heißt, ihr habt statt 24% Lohndiskriminierung alle Frauen hier wahrscheinlich nur 21% und sonst werden die meisten Faktoren gleich bleiben. Die 3% sind Berufsgruppe, da steckt auch drinnen, welche Hierarchieebene man arbeitet. Das Grüne ist die Bildung, also wie weit man gebildet ist. Das ist die Unternehmenszugehörigkeit, also wie lange man schon arbeitet im Unternehmen. Und dann der Teil ist, ob man Vollzeit oder Teilzeit arbeitet. Und der Teil oben ist noch Arbeitsvertrag. Und Alter geht in die umgekehrte Richtung. Das heißt, Alter ist was, wo Frauen tendenziell in der Auswertung besser bezahlt werden als Männer, wenn sie älter sind. Das ist jetzt eine Methode, die anfängt. Also da gibt es zwei Methoden, wie man den Faktor weg ist. Nämlich den nächsten Faktor. Die Methode schaut sich alle Faktoren gleichzeitig an. Die stehen jetzt beide da, weil alle üblicherweise bis 2010 und davor immer die Methode verwendet worden ist und die Methode eigentlich die neuere ist. Aber sie ist wahrscheinlich unabhängiger. Das heißt, man schaut sich alle Faktoren gleichzeitig an und schaut dann immer, was ist der Einfluss eines Faktors, wenn ich alle anderen gleich halte. Und da sieht man dann, dass der Wirtschaftszweig noch größer wird. Das heißt, es ist noch wichtiger, wo man arbeitet und auch, wie eigentlich nicht erlaubt ist. Ist das klar so? Also das heißt, die restlichen Prozent, das sind dann ungefähr 24 weniger 9 ist 15. Die restlichen Prozent, 15%, könnte man als Diskriminierung ohne Ursache nehmen. Aber es ist nicht ganz klar, ob nicht Analysefaktoren drinnen sind, also ob es nicht noch Faktoren gibt, die einfach hier nicht berücksichtigt sind. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass einige von den Faktoren, die zwar erklärbar sind, trotzdem diskriminierend sind, wie dieser Vollzeit-zu-Teilzeit-Unterschied. Weil eigentlich sollte man bei Teilzeit nicht weniger Geld kriegen als bei Vollzeit. Das ist eine klassische mittelbare Diskriminierung von Frauen. So,
Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen, wenn ich habe versprochen, in einer Stunde fertig zu sein, gell? Ja, im Vergleich zur EU wieder ist Österreich ganz schlecht. Und Italien. Ganz logisch finde ich sie allen nicht, weil zum Beispiel Schweden, das immer das große Land mit so wie Gleichberechtigung ist, gehandelt wird, hat 15%. Also es gibt, ich glaube, man müsste die Länder einzeln analysieren, um genau zu wissen, warum welches Land genau wo ist. Estland. Ja. Das heißt, Österreich ist zweitbeste in von schlechter Zahlen, so wie es ausschaut. Ja, und jetzt weg vom Brutz, wenn ich einen guten Bruttostundenverdienst habe, wenn ich nur Teilzeit habe und nicht mehr arbeiten kann. Und da sieht man wirklich ganz deutliche Unterschiede. Ist jetzt aufgeschlüsselt nach den Kategorien Arbeiterinnen, Angestellte, Vertragsbedienstete, Beamtinnen und Unselbstständiges Gesamt. Das heißt, Unselbstständige Gesamt sieht man hier, Männer ungefähr 28.000, Frauen ungefähr 17.000 Euro pro Jahr Bruttojahresverdienst. Und man sieht auch, dass die Unterschiede sehr groß sind. Also den allergrößten Unterschied gibt es bei den Arbeiterinnen und Arbeitern, wo die Arbeiterinnen nicht mal die Hälfte von dem verdienen, was Männer verdienen. Bei Angestellten ist es ein bisschen besser. Vertragsbedienstete sind relativ gleich und Beamtinnen sind auch relativ gleich. Und dann gibt es unten noch Selbstständige, die in den oberen Kategorien nicht mit drinnen sind. Bei Selbstständigen ist es so, dass die Sozialversicherung schon abgezogen ist. Im Vergleich zu allen anderen ist es Bruttojahresverdienst. Aber da sieht man, dass an sich relativ ähnlich ist wie bei den Unselbstständigen, wenn man die zwei Grafiken vergleicht. Könnt ihr auch euch gleich ausrechnen, was ihr dann mal verdienen werdet? Oder schon verdient, ob das gut passt. Seid ihr zufrieden? Ja, jetzt zum Thema, woher dieser Gender Pay Gap kommt. Also zum einen gibt es die vertikale Segregation. Das heißt, höher in der beruflichen Hierarchie, desto geringer der Frauenanteil. Und daraus verdienen Frauen auch weniger als Männer. Und dann gibt es die horizontale Segregation. Das ist, dass man in unterschiedlichen Bereichen arbeitet. Also dass es typische Frauen Berufe und typische Männerberufe gibt. Dazu zuerst zur vertikalen Segregation. Das ist jetzt zweimal die linken Balken. Blau ist immer männlich, rot ist immer weiblich. Ist manuelle Tätigkeiten, das heißt alles, was mit Handwerk und Produktion zu tun hat. Und der Teil ist Dienstleistungsbereich, wo klassischerweise auch mehr Frauen arbeiten. Und je weiter man rüber geht, desto höher die Führungsebene. Das heißt, man sieht ganz klar, hier ist Hilfstätigkeit, da sind Hilfstätigkeiten deutlich mehr arbeiten, als wenn man dann zur Meisterin oder Vorarbeiterin kommt, 9,1% Frauen und 90% Männer sind. Und das Gleiche gilt für die nicht manuellen Tätigkeiten, also Dienstleistungen und alles, was in dem Bereich fällt, ist auch Hilfstätigkeit, 70% Frauen und führende Tätigkeiten, 27% Frauen. Jetzt für uns als Führungskräfte, also als potenzielle, vielleicht zukünftige Führungskräfte, habe ich jetzt auch noch rausgesucht, wie es ist mit Uni-Abschluss. Also alle, die einen Tertiärabschluss haben, wobei in der Beurteilung auch Meisterinnen, also aus dem Handwerk heraus, als Tertiärabschluss gelten, ist es so, dass wenn man einen Uni-Abschluss macht, dann hat man 23,3% der Männer mit Uni-Abschluss eine Führungsposition, aber nur 7,8% der Frauen mit Tertiärabschluss eine Führungsposition. Wenn man jetzt noch mitrechnet, dass Frauen üblicherweise ja nicht Vollzeit, sondern Teilzeit arbeiten und nur Vollzeitfrauen annimmt, sind sie immerhin 9% mit Führungspositionen. Aber es ist trotzdem eine große Diskrepanz zwischen Personen mit Führungspositionen und nicht, ob man männlich oder weiblich ist. Das ist auch wieder so ein klassischer, unerklärbarer Faktor, der dann einfach nicht rauskommt aus der Analyse, woher der kommt. Und zur horizontalen Segregation, da habe ich jetzt einfach mal aufgezeichnet, Land- und Forstwirtschaft, Produktion und Dienstleistungen.
sieht man, dass die Frauen klassischerweise eher in den Dienstleistungen und die Männer klassischerweise eher in der Produktion arbeiten. Wobei es so ist, dass der Dienstleistungsbereich bei beiden Geschlechtern immer stärker wird. Also man sieht im Vergleich von 1978 zu 2008, dass inzwischen in beiden Bereichen über 50% und bei den Frauen eigentlich mehr als 75% im Dienstleistungsbereich arbeiten. Und wenn man es auch vergleicht, die Medianeinkommen im Produktionsbereich sind höher als die Medianeinkommen im Dienstleistungsbereich. Das heißt, man wird in dem Bereich schlechter bezahlt. Wenn man ein bisschen reingeht in die verschiedenen Bereiche, dann sieht man da, ich weiß nicht, ob man das von hinten lesen kann, nach Branchen aufgegliedert. Also das sind insgesamt alle erwerbstätigen Frauen zu Männern. Sieht man, dass ein bisschen mehr Männer sind als Frauen. Und dann kann man schauen, welche Branchen sind typische Frauenberufe. Hier sind private Haushalte, das heißt einfach zu Hause Angestellte, Reinigungskräfte, Pflegepersonal. Dann gibt es Gesundheits- und Sozialwesen, das ganz klassisch frauendominiert ist. Unterrichtswesen, Lehrerinnen und Lehrer, also zumindest bis zum Alter von 14 ist ein großer Überhang an Frauen in der Lehre. Und Beherbergungs- und Gaststättenwesen, also Koch, Kellnerin und alles, was in die Branche fällt, ist auch ein typischer Frauenberuf. Typische Männerberufe, Bauwesen, Energie- und Wasserversorgung, Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung, Sachgüterzeugung. Also da sieht man schon, das ist alles eher im produzierenden Bereich. Ja, also das zu den beiden Segregationsmechanismen. Man sieht also, ja. Ja, die Frage war, ob Aussetzungszeiten wegen Kindern drinnen sind in der Beurteilung. Du meinst in dem Gender Pay Gap von vorher, in den erklärten Faktoren? Ob sie da drinnen sind? Hier? Wie viel von denen Kinder haben und wie viel nicht? Bin ich mir nicht sicher, ich weiß es jetzt nicht, also ich kann es nicht beantworten. Es kommen nachher noch ein paar Folien zu Kindern. Da zeigt sich deutlich, dass Frauen auf jeden Fall oft Teilzeit haben, weil sie Kinder haben. Das heißt, wenn man da Teilzeit und Vollzeit vergleicht, sieht man schon, dass wahrscheinlich ohne Kinder die Chance höher ist. Aber ich habe jetzt keine genauen Zahlen. Ja. Also wenn wir schon beim Alter sind, bei Kinder sind, dann komme ich gleich zu den Folien, passt eigentlich ganz gut. Auch wenn es die Frage nicht beantwortet. Das ist jetzt die Grafik nach Erwerbsquote, nach Alter. Das heißt, hier fängt es mit 15 an und hört mit 64 auf, wie die meisten Grafiken, die wir schon hatten, und zeigt, wie sich das die Erwerbsquote im Lauf des Lebens, halt zu einem Zeitpunkt über alle Menschen gemittelt. Das heißt, die blauen Kurven sind die Männer, die glatte Kurve ist Vollzeit und die strichierte Kurve ist erwerbstätig, aber nicht unbedingt Vollzeit, sondern entweder Teilzeit oder arbeitslos dazugerechnet. Also hier sind alle drin, die erwerbstätig oder arbeitslos sind. Hier sind nur Vollzeiterwerbstätige drinnen. Das heißt, man sieht, der Unterschied ist nicht so riesig. Und man sieht auch die ganz klassische, normal männliche Erwerbsbiografie. Es fangen halt zwischen 15 und 30 fast alle Männer irgendwann zu arbeiten an, je nachdem, wie lange sie eine Ausbildung machen. Dann gibt es einige Jahre lang, auf jeden Fall von 30 bis 50, wo fast alle Männer durchgehend Vollzeit arbeiten. Und dann fällt es langsam wieder ab mit der Erwerbsarbeit. Und bei Frauen sieht man eine ganz andere Grafik. Hier sind Frauen Vollzeit erwerbstätig. Und hier sind
Frauen, also hier sind alle Frauen, die erwerbstätig, arbeitslos oder in Kinderkarenz sind. Das heißt, die Kurve ist fast genauso hoch wie bei, wenn man jetzt aber abrechnet, wer nicht aktiv arbeitet, also wer entweder gerade Kinder betreut und deswegen auf Karenz ist, diese Kurve, und wenn ich auf Vollzeiterwerb komme, komme ich auf diese Kurve. Das heißt, man sieht ganz deutlich, dass Frauen am Anfang einmal beginnen, ein bisschen mehr zu arbeiten, dann fällt es wieder ab, sobald die Kinderzeit kommt, die inzwischen halt irgendwo zwischen dem Alter 25 und 35 Erwerbsquote rumreite, ist, weil bei uns in Österreich ganz viele Sozialleistungen daran gekoppelt sind, wie viel man verdient hat. Das heißt, solange Sozialleistungen primär daran gekoppelt sind, was man verdient hat, und Männer viel mehr Vollzeit arbeiten als Frauen, haben Frauen immer eine viel wenigere Chance, viel niedrigere Chance auf Sozialleistungen als Männer. Hier könnte man vielleicht für die Zukunft sagen, Männer werden aufgerufen dazu, sich ein bisschen an der Kinderbetreuung zu beteiligen. Ich habe da auch noch eine Grafik dazu. Erwerbstätigkeit mit Kindern, kleiner 15 Jahre. Wenn man jetzt nur die Frauen betrachtet, das heißt, die wenigsten Frauen mit Kindern bis zu 15 Jahren arbeiten überhaupt je wieder Vollzeit. Und die Quote bei Frauen ohne Kinder. Und man sieht aber auch, dass Alleinerzieherinnen im Gegensatz zu den Frauen im Allgemeinen 30% Vollzeit haben, im Gegensatz zu diesen 21% Vollzeit. Das heißt, wenn ich alleinerziehe, kann ich es mir einfach, entweder muss ich arbeiten, weil ich es brauche, oder es ist mir wichtiger, ist ein bisschen schwer rauszulesen, aber wahrscheinlich ist es eine ökonomische Notwendigkeit, Vollzeit zu arbeiten. Prinzipiell ist aber auch so, dass Erwerbstätigkeit und Teilzeit seit 1998 steigen. Und bei den Männern sieht man ganz klar, dass, wenn man es nach Kindern auswertet, eigentlich kaum irgendein Einfluss zu sehen ist. Also man sieht nicht, dass sie in Teilzeit gehen, eher, dass sie vielleicht sogar ein bisschen mehr arbeiten als sonst. Und dann habe ich auch noch aufgezeichnet, wie sich, wenn man jetzt nur Paare anschaut, wie sie ihr Haushaltseinkommen verdienen. Das heißt, der ganze blaue Bereich ist Männer Vollzeit, Frauen Teilzeit. Der rote Bereich ist nur Männer Vollzeit, also Männer erwerbstätig, wir nehmen an Vollzeit, Frauen gar nicht erwerbstätig. Und der grüne Bereich ist, eine von den beiden Personen ist in Karenz. Das heißt, 75%, weil bei der Karenz sind es zu 98% Frauen, 75% arbeitet hauptsächlich der Mann und die Frau dient dazu. Das passt auch zu den Grafiken, die wir davor hatten. Die Variante, dass sowohl Männer Teilzeit wie auch Frauen Teilzeit arbeiten, das heißt, dass sie sich das ein bisschen aufteilen würden, dieser kleine Balken, der hat, glaube ich, 1,5%. Frauen Vollzeit, Männer Teilzeit hat auch ungefähr 1%. Also Frauen alleine hat ein bisschen mehr, 3% oder so. Ja. Aber man sieht, das klassische Versorgungsmodell in Österreich ist immer noch, die Männer gehen arbeiten und verdienen das Geld und die Frauen passen auf die Kinder auf. Ja. Also es gibt sicher Analysen. Achso, die Frage wiederholt. Die Frage war, ob es Analysen gibt, dass Männer gedrängt werden, Vollzeit zu arbeiten. Du meinst im Gegensatz zu Frauen, dass sie Teilzeit geben? Ja, ja. Ja, ja. Also es ist so, dass prinzipiell der Anspruch von Männern auf Teilzeit erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße da ist. Das heißt, sie haben nicht den gleichen Anspruch wie Frauen. Insofern gibt es auf jeden Fall mal schon eine rechtliche Diskriminierung. Also ich weiß jetzt nicht genau, die Unternehmensgröße ab 10 Personen oder so, haben wir Anspruch auf Kinderteilzeit. Weiß irgendjemand auswendig? Soweit ich weiß schon, ja. Ja. Aber es ist ganz sicher so, dass es in der Praxis so ist. Also ich meine, ich habe jetzt keine Statistiken im Kopf, aber ich kenne schon einige Männer, die in Teilzeit gehen wollen und die sozusagen gefragt werden, ob sie verrückt sind, weil sie können nicht einfach gehen. Vor allem, wenn sie länger gehen wollen. Also für diese 2 Monate oder 3 Monate, die es inzwischen bei den meisten Varianten Kindergeld gibt, ich glaube, sind einigermaßen
akzeptiert. Aber wenn man sich mehr teilen will, zum Beispiel das Kindergeld wirklich halbe-halbe, den Kindergeldbezug nimmt, ist nicht so üblich. Aber ich habe jetzt auch keine Statistik im Kopf. So, seid ihr noch aufmerksam? Sollen wir den Rest ein bisschen schneller machen? Wahrscheinlich. Sozialleistungen, nur ganz kurz, eben was ich vorher gesagt habe, die meisten Sozialleistungen in Österreich sind Geldleistungen, also 70% der Sozialleistungen werden in Geldleistungen ausgezahlt und nur 30% sind Sach- oder Dienstleistungen. Und der Zugang zu Sozialleistungen ist zumindest bei den meisten über die Erwerbsarbeit, also die klassischen Arbeitslosen, Notstand und Pension ist über Erwerbsarbeit. Und teilweise halt auch indirekt, wieder bei der Pension über Ehe oder Lebensgemeinschaft, aber ist immer niedriger, als wenn ich selbst gearbeitet hätte. Und wenn man jetzt ein bisschen anschaut, wer die Sozialleistungen kriegt, wird sie gleich sehen, dass es hauptsächlich Frauen sind. Pensionen sind ungefähr 61%, weil sie einfach Frauen älter werden und früher in Pension gehen. Das heißt, es gibt einfach mehr Pensionistinnen. Und wenn man jetzt nur die Alterspension aus Erwerbstätigkeit anschaut, haben die Frauen 11.000 Euro und die Männer 22.000 Euro im Jahr. Das heißt, da sieht man einfach genau das, was schon vorher in den Erwerbsstatistiken gegeben hat. Die klare Diskrepanz. Wenn man dazu zählt, dass dann auch Frauen, wenn der Mann stirbt, wird dann Pension kriegen, wird die Differenz klein. Ja, man sieht auch wieder, dass die einzigen, wo es keinen Unterschied gibt, sind Beamtinnen und Beamte. Ich glaube, das haben die Beamtinnen sogar ein paar Euro mehr als die Männer im Durchschnitt. Oder ist wahrscheinlich wieder Media. Danke. Ja. Pflegegeld haben zu 66% Frauen, was auch stark damit zusammenhängt, dass, danke, ich hätte sogar eine, dass es einfach mehr ältere Frauen gibt als ältere Männer. Karenz- und Kinderbetreuungsgeld könnten prinzipiell beide beziehen. Da steht noch Karenzgeld drin, weil es die Auswertung von 2008 ist. Jetzt heißt es ja immer, gibt es eigentlich nur mehr Kinderbetreuungsgeld. Sind zu 96-99% Frauen damals. Die Quote ist inzwischen ein bisschen hin zu den Männern, aber es ist immer noch sehr ungleich. Und Arbeitslosengeld und Notstandsbeihilfe sind wiederum mehr Männer, also es sind Frauen zu 42% zahlenmäßig, nicht betragsmäßig, weil sie im Schnitt weniger Geld kriegen. Das heißt, Frauen haben im Schnitt einen Tagsatz bei der Arbeitslosigkeit von 22,7 Euro und Männer 27,5 Euro. Das gleiche wie vorher auch, sie verdienen weniger, also haben sie weniger Arbeitslosengeld. Und dazu kommt auch noch, dass Frauen deutlich öfter keine Notstandsbeihilfe bekommen, weil das Partnereinkommen mit angerechnet wird und sie dadurch aus der Notstandsbeihilfe raus sind, dann nicht mehr unabhängig von ihren Männern, sondern obwohl sie es eigentlich gewohnt haben, immer selbstständig zu arbeiten, haben sie keinen Anspruch auf den Notstandsbeihilfe. Ja, dann noch Armutsgefährdung, allerletzten Punkt. Armutsgefährdung abhängig davon, ob Frauen erwerbstätig oder nicht erwerbstätig sind, Frau voll erwerbstätig und dann nach wie viel Kinder, also keine Kinder, mit Kinder, Alleinerzieherinnen. Und da sieht man, dass Alleinerzieherinnen, egal ob mit oder ohne Erwerbstätigkeit, immer armutsgefährdet, also immer über der durchschnittlichen Armutsgefährdungsgrenze von 12% liegen. Aber dass Alleinerzieherinnen, die nicht erwerbstätig sind, also ganz rechts, zu 60% armutsgefährdet sind. Da sieht man auch wieder ganz klassisch, dass Österreich die Sozialleistungen hauptsächlich auf Erwerbsarbeit fußen. Ja. Danke. So, jetzt hätte ich auch noch irgendwie die gleichen Grafiken wie für Erwerbsarbeit fürs Bildungssystem. Ja, aber ich glaube. Gibt es auch eine Statistik für alleinerziehende Männer? Sagen wir mal so, es gäbe sie, aber sie ist statistisch irrelevant, weil es nicht genug alleinerziehende Männer gibt. Also sind, ich weiß nicht genau wie viele. Also es fällt alles raus bei der Statistik Austria, was unter 3000 Personen ist. Also es gibt weniger als 3000 alleinerziehende Männer. Ja. Kennst du ein System, wo die Sozialleistungen nicht nach dem Lohn berechnet werden? Also gibt es da anderes System? Naja, es gibt prinzipiell sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen oder derartige Systeme. Ob es irgendwo umgesetzt ist, das weiß ich nicht. Es gibt aber sicher Länder, die eine bessere
Absicherung im Sinn von Mindestsicherung haben als in Österreich. Also weil der österreichische Mindestsicherungsbezug ist ja unter der Armutsgrenze, insofern ist es ein bisschen schwierig davon zu leben. Aber wieder eine Frage, ich weiß vielleicht wer aus dem Publikum. Ich werde jetzt da ein bisschen drüber springen, weil sonst reden wir ewig. Nur schon einmal über die Übersichtsgrafik Bildungsstand in Österreich seit 1981 bis heute in drei verschiedenen Kategorien, Pflichtschule, Sekundarabschluss, also sowas wie Matura oder auch mittlere Schulen und dritte Kategorie Hochschulen, Akademien und Colleges. Da ist so, dass man bei der Tertiärausbildung sieht, das ist die ganz unterste Linie, dass Frauen und Männer eigentlich inzwischen gleich auf sind oder beziehungsweise mehr Frauen einen Tertiärabschluss machen als Männer. Aber an sich die Linien relativ nah beieinander liegen. Beim Sekundarabschluss macht jetzt gerade keinen Sinn. Oh ja, es wird so sein, dass im Sekundarabschluss die gesamte Lehre mit eingerechnet ist, dann gibt es wahrscheinlich wieder Sinn. Weil Maturantinnen sind deutlich mehr, Matura machen mehr Frauen als Männer, aber wenn man die Lehre und alle mittleren Schulen mitrechnet, dann ist es wahrscheinlich doch wieder so, dass mehr Männer einen Sekundarabschluss haben als Frauen. Aber was auf jeden Fall spannend ist, dass es in der Pflichtschule, also die Personen, die wirklich nur Pflichtschule machen, einen Geschlechtsunterschied gibt. Also, dass es mehr Frauen gibt, die nur Pflichtschule machen als Männer. Und das wieder in Bezug auf die ganze Diskussion mit Erwerbstätigkeit, die wir schon hatten, eher dazu führt, dass man nachher Geldschwierigkeiten hat. Und man sieht auch, dass zwar der Anteil immer weiter runtergeht, aber im Prinzip der Unterschied zwischen Männern und Frauen über die Jahre relativ gleich bleibt. Der geht schon langsam zusammen, aber nicht sehr intensiv. Ja, sonst habe ich eh schon gesagt, Reifeprüfungsquote ist inzwischen höher bei Frauen mit 46%, Männer zu 32%. Und der Tertiärquote ist höher bei Frauen. Ja, und dann nicht verwunderlich, horizontale Segregation ist gleich wie, interessiert euch das irgendwie? Schauen alle gleich. Also das ist jetzt in den Schulen, das ist eigentlich genau gleich wie in der Erwerbstätigkeit, was wir vorher hatten. Was ist noch die Lehre, die ist vielleicht auch spannend, sind 10 häufigsten Lehrberufe 2006, 2007. Wie immer rot die Männer, auch die Frauen. Da sieht man sehr stark, dass die Frauen sich auf relativ wenig Lehrberufe konzentrieren. Einzelhandel, Bürokaufsfrauen, Friseurin, Perückenmacherin und dann noch Kochkellnerin. Das ist es eigentlich. Sonst machen Frauen keine Lehrberufe. Im Gegensatz dazu teilen sich die Männer gleichmäßig auf verschiedene Lehrberufe auf. Und gehen auch viel mehr in den technischen Bereich, wie Elektrik und Tischlerei und Maschinenbau und Metalltechnik und alle diese Teile, Kraftfahrzeugstechnik. Es gibt aber auch deutlich, also es gibt auch 30,5% Frauenanteil. Und der ist relativ konstant seit den 80er Jahren. Ja, dann gibt es noch ein bisschen Hochschulstatistiken, sind euch vielleicht bekannter. Dass in die Studierenden über die Zeit seit 1995 deutlich mehr Studierende gibt. Ich habe jetzt leider keine Grafik, wie das Personal an der Universität genau in dem gleichen Zeitraum wächst, weil dann würde man wahrscheinlich auch sehen, warum Betreuung so schlecht funktioniert. Aber also insgesamt Studierende in den 50er Jahren gab es ungefähr 25.000 und jetzt sind wir nahe bei den 250.000, also irgendwo zwischen 200.000. Wir sind aber schon wieder nahe dran, dass wir an der gleichen höher sind. Und da sieht man auch deutlich, dass in den 55 Jahren viel mehr Männer als Frauen studiert haben, sich das aber über die Jahre, unten sieht man auch noch die Fachhochschulen, wo, ich weiß nicht, ob man das von hinten sieht, die haben halt noch deutlich weniger Studierende, wo aber mehr Männer als Frauen sind, weil es einfach mehr technische Fachhochschulen gibt. Wobei seit die Akademien größtenteils Fachhochschulen sind, ist die Frauenquote ein bisschen höher.
Ja, Studienfächer sind auch relativ konstant, das ist jetzt seit den 90er Jahren Frauenwissenschaft ist. Also es ist nicht so, dass sich da viel geändert hat, sondern man hat nur ab hier die Psychologie zu den Naturwissenschaften gezählt. Ja. Und das da ist Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Das ist jetzt, sage ich, annähernd gleich wie bei den Männern. Und sonst ist es so, dass bei den Männern die Natur, also die Naturwissenschaften relativ ähnlich sind, aber dafür die Technik deutlich höher. Und Geisteswissenschaften halt so im Mittelbereich. Ja. Wobei ich nicht genau weiß, weil hier sieht man ja schon, dass die Geisteswissenschaften abstürzen, wo die Psychologie raufkommt, aber sie steigen dann wieder an. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, aber wie man sieht, verändert sich nicht sehr. Also es ist zumindest in den letzten, was sind das, ungefähr 15 Jahren, es ist nicht so, dass irgendwelche Frauen in die Technikprogramme sehr stark wirken. Oder es ist so, es gibt immer mehr Studierende und es gehen vielleicht auch mehr Frauen in die Technik, aber prozentuell ändert sich es nicht. Ja. Ja, sieht nicht das. Ja, wie auch vorher schon, dass es halt mehr Männer als Frauen in Naturwissenschaft und Technik gibt, aber auch, dass in der EU insgesamt mehr Frauen in Naturwissenschaften und Technik sind, aber auch mehr Männer als in Österreich. Aber das ist jetzt nur Naturwissenschaft und Technik, der immer nach unten geht, das Studienabschlussalter, aber das müsste ich mehr euch fragen. Ja. Doktoratsabschlüsse ist jetzt allgemein nicht nur Technik, der Bereich, wo die Männer 100, wo irgendwie 450 Männer waren und liegt jetzt irgendwo bei knapp 2000, wo irgendwie, ich weiß nicht. Und das sind die Professorinnen und Professoren, oder nicht deutlich mehr. Männer sind eigentlich fast immer noch sehr knapp an der Gesamtlinie dran. Also es gibt inzwischen ungefähr 300 Universitätsprofessorinnen, also sind jetzt nur ordentliche Professoren. Weiß ich leider nicht, was alles zusammengezählt wird. Frauenanteile insgesamt, also Promotion, das haben wir vorher gehabt, 42,3%, ist jetzt nicht mehr so ein großer Unterschied zu den Männern. Habilitationen 27,4%, Frauen und Professorinnen 15,8%, restliche Lehrende 40% ungefähr. Ein bisschen weniger, wenn wir Vollzeitäquivalente nehmen. Ja, und das ist die TU Wien, damit ihr sie auch einmal gesehen habt. Das kennt ihr wahrscheinlich nach Studienrichtungen aufgebaut. Vermessungswesen und dann kommen die technischen Fächer. Ganz unten Elektrotechnik und Maschinenbau mit unter 10% Frauenanteil. Ja. Unvollständig. Lehramt fehlt. Das stimmt. Also